Bei den heißen Temperaturen in Berlin ist Wassersport genau das Richtige. An diesem Wochenende baden gehen will aber keiner der Teilnehmer an den deutschen Schülermeisterschaften. Nahe dem Wahrzeichen der Zitadellenstadt Spandau gehen 2 Tage lang die besten Nachwuchskanuten der Republik an den Start. Möglich ist dies durch den Übergang von der Ober- zur Unterhavel. Dieser Scheitelpunkt sorgt für das nötige Gefälle und damit für eine spannende Strecke. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Wettkampfstrecken für Olympiaden oder deutsche Meisterschaften für Senioren. Aber für unsere Jüngsten, für die Schüler, ist es immer noch relativ anspruchsvoll. Einer der wenigen Berliner Starter ist Philipp Berndt. Der Kanute des MKV Berlin kennt das Gewässer also bestens. So groß ist sein Heimvorteil dann aber doch nicht, denn die zu umfahrenden Tore werden immer wieder neu gesetzt. Folglich hat er mit seinem Kajak direkt an der Schleuse genauso zu kämpfen wie alle anderen auch. Gleichzeitig ist aber natürlich auch Vorsicht angesagt. Ein Berühren der Torstangen hätte ärgerliche Strafsekunden zur Folge. Bei Philipp sind es am Ende nur 4 davon. Das kann sich sehen lassen. Leider war der Lokalmatador aber ansonsten etwas zu langsam unterwegs. So springt letztlich nur der 40. Platz hinaus. Zufrieden ist er mit seinem Lauf dennoch. Also ich fand, der war auf jeden Fall besser als der erste. Ich musste kein Tor mehr neu anfahren und habe, glaube ich, auch die Drehungen jetzt besser hingekommen. Oh, yeah. Deutlich weiter vorn im Klassement sind die Kanuten der Schwaben Augsburg zu finden. Das dürfte nicht zuletzt an deren Trainerin liegen. Die gehört nämlich der deutschen Nationalmannschaft an und weiß daher genau, was es für eine große Kanuslalom-Karriere braucht. Also das muss einem Freude machen, hier zu starten und Wettkampferfahrungen zu sammeln und auch im Training immer mit viel Freude ranzugehen. Und natürlich muss man auch viel trainieren, auch mal über den eigenen Schatten springen, was das Wildwasserfahren angeht, wenn man ein bisschen Angst hat. Wenn 2 Kanuten zusammen in einem Boot sitzen, kommt noch eine weitere Komponente dazu, die Absprache der beiden Fahrer. Der vordere muss den Takt vorgeben, der Hintermann sich anpassen. Bei der Lautstärke auf dem Wasser ist das manchmal leichter gesagt als getan. Ja, es ist schon schwer, erstmal aufeinander zu kommen, wie man das halt fährt, die Strecke und ja, abzumachen, wie es geht. Till und Jonas meisterten diese Aufgabe mit Bravour und gewannen ihre Konkurrenz im Zweier Kanadier. Morgen haben wir auf Hauptstadtsport TV viele weitere Sieger für euch. Am großen Finaltag soll die Luft etwas abkühlen. Die Rennen werden dafür aber umso heißer werden.